Tag 2 an der NEB 2018 und auch heute werden wir euch Neuigkeiten zeigen, die wir so finden an diesen vielen Ständen. Viel Spass dabei! Am Stand von DJI hat es doch einige grosse Neuigkeiten gegeben im Zusammenhang mit dem Ronin 2. Und da tut uns jetzt gerade André von DJI direkt etwas darüber berichten. So, lieber André, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da was über die neuen Produkte von DJI zu zeigen. Jetzt, was hast du da Schönes Neues? Ja, wir zeigen hier auf der NRW zwei neue Produkte. Das ist einmal Force Pro. Das ist ein High-Precision IMU-Controller. Kann ich auf Handles anbringen, auf Tripods. Und was es macht, ist eben, dass es meine Bewegung eben auf den Gimbal überträgt. Und zwar sehr direkt. Ich kann eine sehr direkte Kamerakontrolle einstellen. Ich kann das auch sehr weich und smooth machen, je nachdem auch, was ich für eine Brennweite habe. Das funktioniert mit unserem Ronin-Gimbal, aber auch mit unserer Inspire-Drohne. Das heißt, wir haben ein Gerät, was wirklich mit beiden Geräten, Gimbals und Drohnen, kommuniziert. Und mit dem Receiver können wir auch auf das SBOS-Protokoll ansprechen und auch andere Gimbals unterstützen, dass wir diese Kontrolle haben. Genau. Und dann schauen wir mal zu den Wheels rüber. Ja, sehr gut, danke. Kurze Frage, kostenmäßig, wie schaut das aus von den Kosten her? Kosten, das sind $1,200. Genau, also Kosten sind $1,200. Okay, vielen Dank, André. Wie sieht denn das aus von den Kosten her? Kosten für Force Pro ist $1,200. Okay, gehen wir weiter. So, die zweite Sache, die wir vorgestellt haben, sind die Master Wheels. Der Grund, warum wir Force Pro und die Wheels gebaut haben, ist, dass wir eine Alternative zu den normalen Joystick-Controllern bieten wollen. Und mit Wheels haben wir eben die Möglichkeit, Moves einfach eins zu eins wiederholen. Das bieten eben diese Wheels. Was wir hier haben, ist eben ein 3-Achsen-Wheel-System. Die Controller lassen sich auch abnehmen, zum Beispiel, wenn ich nicht viel Platz habe. Ich bin im Auto, dann habe ich den Controller hinter meinem Auto und kann dann quasi den einzelnen Controller auf mein Stativ machen oder auf eine kleine Cheeseplate und habe halt dann da die Kontrolle. Ansonsten, wenn wir mal näher auf den Teil schauen, wir haben sehr gut ausgewuchtete Wheels, die sehr frei und leicht laufen. Die Friction kann ich hier selber einstellen, also ich kann mir das nach Belieben auch wirklich auf eine Stärke einstellen, die mir liegt. Ich habe Kontrolle über Speed und Smoothness, das heißt, ich kann jetzt, wenn ich kann hier eine sehr schnelle Kontrolle machen, aber ich kann auch genauso gut mit dem Speed runtergehen und dafür eine sehr weiche Bewegung machen. Das bietet einfach eine sehr organische Möglichkeit, meine Kamera zu kontrollieren. Dazu, wenn wir uns das Interface selber kann den kompletten Gimbal steuern. Das heißt, ich muss nicht immer zum Gimbal hin, wenn er auf einem Kran ist oder in einem Auto. Man hat alle Einstellungen hier direkt verfügbar. Habe eben auch Kameraeinstellungen, wo ich dann auch die Aufnahme starten, stoppen kann und wie zum Beispiel bei einer Red-Kamera auf das Red-Code-Protokoll zugreifen kann, da wirklich die ganzen Kameraparameter steuern kann. Was ich auch machen kann, sind Motion-Control-Moves. Wir haben hier ein kleines Segment, wo ich Motion-Control starten kann. Das heißt, ich starte hier einmal die Aufnahme, würde dann hier meinen Move machen. Dann stoppe ich die Aufnahme und wenn ich dann auf Play drücke, dann geht er auf Anfang und macht mir eben diese Bewegung einfach eins zu eins reproduzieren. Wunderbar. Und wie sieht es dann aus mit den Protokollen? Mit was für Kameras oder Hersteller ist das Ganze dann kompatibel? Im Moment unterstützen wir das Redcode, da arbeiten wir dran. In dem nächsten Update kommt dann die Kameraunterstützung und wir arbeiten auch mit anderen Herstellern dran, noch weitere Kameras da zu unterstützen. Im Moment arbeiten wir an Red. Sehr gut. Und auch hier von den Kosten, was müssen wir erwarten? Die Wheels in dem Dreiachsen, in der Dreiachsen-Konfiguration sind $8,000. Wenn ich sage, ich brauche nur Pan und Tilt, dann sind es $6,000 und ich kann mir später, wenn ich brauche, einfach einen dritten Controller dazu kaufen. Und der dritte Controller ist dann? Ich verstehe dich leider nicht. Der dritte Controller ist dann wie viel? Keine Ahnung. Das kannst du mir so nicht sagen. Vielen herzlichen Dank, André, und ich wünsche noch viel Spaß hier an der NAB. Danke.
So, jetzt sind wir am Stand von Rotolite und Rotolite hat einen Award gewonnen und Rod von Rotolite wird uns jetzt etwas darüber erzählen, was das genau mit dem Award auf sich zu tun hat. So, dear Rod, thank you very much for your time, appreciate it. You won an award for the Anova Pro 2, so why? Tell me about it. Yeah, we're really proud. Thanks, Claudio. We won the Best in Show Award here at NAB today from the Studio Daily Awards for the Anova Pro 2. We've just re-released. This is the fourth generation of the Anova. We've got many major improvements, including the fact that it's now 70% brighter than last year's Anova Pro. It's got a whole host of new features, including wireless DMX. It's got the built-in Elinchrom high-speed sync receiver, so you can do high-speed sync at up to 1/8000th of a second with color-tunable modeling light and flash at any frame rate and with no recycle time. So for photographers, it's a complete revolution. Also really fantastic for videography. So you're looking at a light that's got an overall color rendering index of in excess of 96, a TLCI at 3200 Kelvin of 97.4. It doesn't really get much better than that out there. So you've got exceptional quality of light, exceptional color rendering, and it's natively incredibly soft and beautiful. I don't know if you can see behind me, but on the wall, these are some really nice examples of photography that have been done with the Anova. And what you can see is the typical kind of look. You get this beautiful catchlight in the eyes, and you notice that the shadowing looks really natural, like natural light coming through a small window, like that Rembrandt-style lighting. That's very much what our lights are about. It looks really natural with great color. It's incredibly efficient. So at full power, this is only drawing 72 watts, but it's giving you the equivalent output of like a 4K tungsten fixture. So incredibly bright, incredibly powerful. It's got DMX in and out for control, but it also uses the wireless technology to create Rotolite wireless DMX, so you can control up to 512 other Anovas from a master Anova, and have that Anova, the master Anova, being controlled via DMX from a mixing desk. The wireless technology allows us to do this remote control up to 656 feet, 200 meters distant. So, you know, incredible range and versatility. One of the new effects that we've added is a thing called chase mode, and that allows you to have a line of up to 48 Anovas and to simulate lampposts going past. So you can specify the distance between the lights, the speed at which the vehicle is moving, and they then give the effect of the light coming. You've got the fade up, fade down shape, the gap distance, and various other things. Okay, thank you very much. You got some new interesting also accessories for the Anova. Just, do you want me to show me? Yes, we do. So we've just introduced the lovely new Rotolite soft boxes, which are for all of our lights. So we've got two Anovas up here, and they show you the two different diffusers that come in the soft box bundle. The one on the left has the Frost, which is a very, very low absorption. So you get just a nice amount of diffusion with you're only losing 2/3 of a stop. The one on the right is the full fabric diffuser, which gives you much heavier diffusion. And all the kits come with both of those diffusers and the egg crate grid on the front. Behind, you'll see we've got an Anova here, and this one's got the light shaping diffuser, which is very quick to get on and get off. This gives you an incredible 270 degree spread, but with very little light loss. So again, extremely efficient and very versatile. You can leave the barn doors on for that and then close all this down and put it straight away into the flight case. And you'll see on the other side, we've got two Anovas up there. They've both got the louver, the honeycomb louver, which gives you a beam reduction. So it takes the normal 50 degree beam down to a very tight sort of 28 degrees, almost like a spot. So you can use it as a hair light or a backlight. And all the Anovas come with a set of filters. So you have a filter holder here, very easy and quick to put on a filter. You can do it with one hand, actually.
So yeah, super light. There's lots and lots of really nice accessories for it. We've got the flight case kit down here for it, which is a really lovely fitted flight case. It just won the Best in Show award. It recently won actually the best LED light. That was a month ago at the photography show for the year. That was voted by the Photographic News readers, which we were very proud of, actually. So you have very successful products. We've been very lucky indeed. And we're very grateful for the support from our customers and stuff. It's been fantastic. And you're selling them very good. Yes. You're a very good product. Thank you very much, Rod, for all the time and the interview. And hope to see you again. Great. Thanks, Claudia. And goodbye from NAB 2018. Thank you very much. Am Stand von Bibop werden wir jetzt ganz neue, kleine V-Mount-Akkus sehen. So kleine habe ich noch nie gesehen. Die zeige ich euch jetzt gerne. Wie wir jetzt hier sehen, die V98er Serie und nebendran ein 45er in der Mikroversion. Also von der Seite sieht das so aus. D-Tap-Anschluss oben und ein USB-Anschluss oben. Es wird von diesen drei Varianten geben, 95er, 98er und 150er. Dazu als Zubehör sehen wir gerade hier eine original V-Mount-Grösse Platte, wo man dann zwei Akkus drauf tun kann. Der Witz daran ist, dass sich zuerst ein Akku tut, entsprechend entleeren und man den dann wechseln kann und der andere übernimmt und somit die Kamera nicht abschalten tut. Da unten sieht man hier die Löchli da drin. Das sind einfach Status-LED, die die anzeigen, welcher Akku noch wie voll ist. Etwas ganz Neues ist, wenn man jetzt hier drauf drücken tut, blau. Das heisst, dass der Akku jetzt gerade aktuell kompatibel ist für Sony und Arri. Als Beispiel, wenn ich glaube 5 Sekunden drauf drücke, dann wechselt es auf Rot und das heisst dann automatisch, dass jetzt die Batterie kompatibel ist für Red und so im Display auch entsprechend Prozent anzeigen. Und etwas weiteres, was wir jetzt hier noch haben, ist ein Adapter, ein D-Tap-Adapter. Den stecke ich einfach da zum Beispiel da drauf und ich habe dann da oben ganz viel D-Tap-Ausgänge oder zwei High-Rose-Ausgänge. Vielen Dank, Simone. Das letzte Zubehör noch, das sind dann einfach Adapterplatten, wo man dann kann für Monitore entsprechend hinten drauf schrauben. Auf der Seite da wird es dann D-Tap-Ausgänge haben, wo man dann kann dort die Monitore entsprechend speisen. So, ja, das war vom Bibop-Stand. Sehr, sehr interessante, kleine, neue V-Mount-Akkus. Absolut genial aus meiner Sicht. Wir haben die schon bestellt und werden gleich bei uns erhältlich sein. Blackmagic hat auch einige Neuheiten zu bieten. Einerseits der Hyperdeck Studio Mini, der jetzt neu kann H264 aufzeichnen. Dann diverse kleine Mini-Konverter, die jetzt neu im Programm haben. Dann natürlich DaVinci Resolve 15 mit Fusion integriert. Und dann jetzt noch zusätzlich die neue Pocket Cinema Kamera. Und die zeige ich euch jetzt gerade noch ein bisschen genauer. Blackmagic Pocket Cinema Kamera 4K ist sicherlich ein Highlight bei Blackmagic, wo jetzt ganz neu rausgekommen ist. Sie hat einen 4/3 Zoll Sensor, HDR-tauglich und Dual Native ISO bei 400 und 3200. Geht gemäß Spezifikationen auf bis ISO 25.600, hat ein Micro Four Third Lens Mount und 13 Stops auf Dynamic Range. Das Display ist ein 5 Zoll Touchscreen
Und HDMI-Ausgang auf der Seite ist ein grosser HDMI-Ausgang. Sonst Mikrofon wie auch Kopfhörer. Ein- und Ausgang sind normale 3,5 mm Klinken. Von der Haptik her, sie liegt sehr gut in der Hand. Ist griffig. So wie 5D Mark 3. Und ist von der Bedienung her bekannt wie die alte Pocket Cinema Kamera. Von dem her. Ein interessantes Produkt. Vom Preis her. Mal schauen, wie auch wirklich die Leistung ist, wenn man damit arbeiten tut.